Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Dragon Quest 8. Ja, es ist geschafft. Es ist vollbracht, sagen wir mal. Ich habe jetzt derzeit 400.000 Jetons. Es hat aber auch extrem lange gedauert. Oh mein Gott, hat das lange gedauert. Ich glaube, ich war 5 oder 6 Stunden dabei. Alter Finne, ich habe dann nachher angefangen, Roulette zu spielen, weil damit ging es eigentlich am besten. Nachdem ich 3 Stunden beim Bingo einfach nichts gewonnen habe. 3 Stunden lang. Nein, hab ich das mit Roulette gemacht hier. Und ja. Ich kann ja mal ganz kurz zeigen. Ich meine, ich darf nicht so viel setzen. Ja, beim Roulette wird man richtig abgezockt, ich weiß. Ja, ist mir auch aufgefallen. Oh. Nein, so, wir können es nicht beim Roulette, wenn man schon ziemlich viele Jetons hat, leicht eine 1-3 Chance machen und relativ leicht gewinnen. Und zwar habe ich es einfach. Ich setze aber nicht viel, ne? Ich muss aufpassen, weil ich brauche die 400.000. Ich habe einfach überall hier das Maximum gesetzt hier, was 500 sind. Insgesamt haben wir 15.000 gesetzt. Weißt du? Zack. Und dann haben wir eine Chance von 1-3, weil, ne? Ist ja in 3 Felder aufgeteilt in dem Sinne. 3 Felder hier, das, das und das. Und dann haben wir eine Chance von 1-3 zu gewinnen. Und das Maximum Gewinn, wenn jetzt wirklich mal die 5 kommen würde, wären, was war das, glaube ich? Ich glaube, das habe ich zweimal hintereinander. Waren, glaube ich, 66.500. Und das ist schon, ist halt schon viel wert. Und eine Chance von 1-3 ist eigentlich nicht schlecht. Weil, naja. Und dann heißt es halt speichern, laden, speichern, laden, speichern, laden, speichern, laden, speichern, laden. Verkackt. 1-3, ne? Viel Glück beim nächsten Mal. Tink. Naja, was soll's. Nein, wir wollen nicht nochmal spielen. Ich habe echt die Schnauze voll vom Casino. Ich habe wirklich die Schnauze voll vom Casino. Nein. Ich bin schon so froh, dass wir da die 400.000 zusammen geschustert haben. Oh, das war aber auch echt anstrengend. So. Mit den 400.000 können wir uns nämlich super tolle Sachen holen. Erstmal die Greyhound-Peitsche. Oder Greyhound-Peitsche, die Jessica einfach mal 80 Angriff mehr dazu gibt, das ist so geil. Na klar, warum nicht? So, die kriegt gleich Jessica. Damit wird sie einfach mal stärker als Yangus, das ist schon so geil. So, gibt es noch andere Gegenstände, die mich interessieren? Aber selbst natürlich, die Falkenklinge leider kein bisschen. Aber was mich interessiert, sind 4 Stück Flüssigmetallrüstungen, weil, wie man sieht, die sind einfach wesentlich besser als unsere Rüstung. Und genau deswegen habe ich das gemacht. So, ich stecke das alles mal in den Beutel und teile das dann auf. So, das war's. Wir sind Jeton-Pleite. Mal sehen, wie viel Angriff hat Yangus? 205 und Jessica hat 220. Und Jessica kann schon böse zuhauen. Das finde ich einfach cool. Das finde ich schön. So. Und dadurch, dass wir jetzt auch noch die andere Rüstung haben, sind wir jetzt einfach. Nichts kann uns wehtun. Nichts kann uns mehr wehtun. Ja. Ich habe vergessen, es auszutauschen. Nichts kann uns mehr wehtun. Wir haben einfach. Selbst die Riesenrüstung. Ist zwar eine geile Rüstung, aber jetzt haben wir eine bessere. Wer hätte das gedacht, dass wir so schnell an was Besseres kommen? Wenn man das hier echt sieht, wie viel Verteidigung man mehr bekommt. Wir kriegen echt 30 Verteidigung mehr. Zack. Somit sind wir overpowered. Ist einfach so. Wir sind derzeit jetzt overpowered. Wir brauchen nochmal bessere Schilde. Guck mal, Abwehr 214 und Abwehr 217 und Abwehr 205. Da hat sich nicht viel getan. Abwehr 197 von anfänglichen 100. Ist das schon. Uns kann nichts mehr anhaben. Das ist einfach cool. Ich finde das cool. Es braucht halt nur echt viel Geduld. Es braucht wirklich, wirklich viel Geduld, bis man das geschafft hat. Ich war schon froh, dass wir so viele anfängliche. Wir sind ja mit 50.000 Jetons gestartet. Das ist schon mal ein schöner Puffer, um. Ja. Ist alles fertig zu machen. So, was wir jetzt aber machen. Ja, eigentlich können wir gleich. Nee, warte. Ja, doch. Jetzt habe ich sowieso. Doch, lass uns gleich dahin gehen. Wir
gehen jetzt Richtung Norden, denn wir haben noch etwas viel, viel Wichtigeres zu tun, denn wir müssen Sir Leopold verfolgen, der ja mit dem Stab abgedüst ist. Dafür müssen wir einfach weiter Richtung Norden gehen. Und hoffen, dass wir eventuell auch den Heiler, das Heiler-Monster hier finden. Damit wir demnächst auch weitermachen können mit der Monster-Arena. Weil da gibt es auch noch wunderbare Sachen zu machen. Ich brauche nur noch normal zuschlagen. Glaubt mir. 66. Ja, schon tot. Wir müssen auch bald mal gucken mit Mini-Medaillen. Ich muss unbedingt mal gucken, wenn wir im Norden angekommen sind, müssen wir mal zur Mini-Medaillentante. Weil da gibt es immer noch ein Schwert, was ziemlich stark ist. Nein, Orks. Wir spielen das natürlich durch. Zack. Youngus. Angelo. Und Jessica kann jetzt einfach alle angreifen. Egal, ob das nur verschiedene Gruppen sind oder sonst irgendwas. Die kann halt einfach nur drüber prügeln. Und das ist eigentlich ganz cool. So, wir nutzen natürlich auch noch die Möglichkeit. Wir sind immer noch trotzdem unterlevelt. So ist es ja nicht. Wir haben trotzdem noch ein ziemlich geringes Level. Was aber nicht macht. Denn irgendwann leveln wir das dann schon hoch. Jessica, Zwillingspeitsche auf die beiden. Der ist tot. Brauchen wir nur noch stärkere Waffen für alle anderen, dass wir sagen können, hey, wir machen voll Damage. Ja, 112 bei jedem. Das ist schon... Ist schon Aua. Gefällt mir. Gefällt mir aber total. So, da vorne ist eine Kapelle. Da können wir dann auch gleich erstmal übernachten. Dann brauchen wir nicht in der Nacht rumtigern. Da ist auch eine Kuh. Die können wir auch gleich erstmal schubsen. Kühe schubsen. Ja. Gute alte norddeutsche Tradition. Kühe schubsen. Und Schafe wieder aufstellen. Das ist auch norddeutsch. So, hier übernachte ich schnell mal einfach nur, ne? Ich glaube nicht, dass wir speichern müssen oder sonst irgendwas. Ich will auch jetzt nicht wissen, was wir noch an Prozenten brauchen, beziehungsweise was wir an Erfahrungspunkte brauchen. Ich übernachte hier einfach und dann ist gut. Wir müssen auch nochmal zu der Quelle hin, ne? Machen wir auch nochmal, wenn wir im Norden sind. Wenn wir im Norden angekommen sind, hüpfen wir erstmal schneller mit Teleporter alles ab. Weil die würde ja gerne mal wieder quatschen mit dir. So, und irgendwo hier oben könnte eventuell... Leider ist der Heiler an zwei Positionen gebunden. Und nicht an einer, aber der scheint nicht hier oben zu sein. Er scheint nicht hier oben zu sein. Dann lass uns mal ganz kurz zurück. So. Es wäre schön, wenn Falkenklinge und sowas halt auch nochmal richtig abgeht, ne? Naja, eigentlich müsste Zwillingspeitsche. Ist schon alles gut. Nein, wir brauchen nämlich einen voraussichtlichen Heiler im Team. Um es wirklich zu schaffen, das nächste Monster-Team-Ding. Und Kurator, wie der hier heißt, ist ein Heilmetall. Heilmetallschleim. Wär cool, wenn es sowas geben würde. Ein Heilschleim. Der nämlich sehr viel heilt und uns dadurch hilft. Hoffe ich mal. Aber hier scheint er nicht zu sein, ne? Oh, so ein kleiner Bubble. Okay, dann. Müssen wir den Weg gleich nochmal laufen? Tut mir leid.
Aber dann gehen wir jetzt zum zweiten Punkt und gucken, ob er da ist. Das ist ja zum Glück relativ hier in der Nähe. Dafür müssen wir nur einmal durch die Stadt tigern hier. Durch die Stadt oben raus und dann... Schenkt mich auch zu Rüde uns. Naja, gut, das wäre, glaube ich, in etwa dieselbe Entfernung. Denn wir müssen ja auch an unser Monster-Team denken. Und erst wenn wir die nächste Klasse geschafft haben, gemeistert haben, können wir dann auch, glaube ich, schon zwei Monster-Teams haben. Und das ist in Bosskämpfen einfach unsagbar viel wert. Also wirklich unsagbar viel wert im Bosskämpfen. Zwei Monster-Teams rausschmeißen. Wenn das echt starke sind. Dann können wir uns nämlich auch, glaube ich, jetzt anfangen, die Golems und die Zyklopen und sowas zu holen, was auch nochmal richtig, richtig, richtig stark wird. Dann machen die nämlich richtig Damage. So, und Zwilling, und dann ist fertig. Zack. Ich glaube aber, die brauchen alle noch ziemlich lange Level-Up. Ich meine, wir hatten das am Ende nochmal nachgeguckt. Ich bin der Meinung, wir hatten das mal nachgelugert. So, der zweite Aufenthaltsort ist nämlich hier irgendwo in den Gebüschen. Zack. Selbst die mit ihren harten Panzer tun und sind nicht mehr gruselig. Nichts mehr ist gruselig jetzt. Wir hauen einfach alles weg. Jetzt brauchen wir nur noch eine geile Axt für Jangus oder so. Und ein geiles Schwert und einen geilen Bogen. Na gut, geiler Bogen dauert noch ein kleines bisschen. Um einen richtig geilen Bogen zu bekommen, ist das noch ein bisschen... Leider noch ein bisschen hin. Da ist er ja. Der kleine Schleim. Der Schlemer. Multischuss und Zwillingspeitsche und dann ist auch weg. Weil so eine Trolle und sowas im Monster-Team haben, ist nämlich halt auch viel wert. Erstmal haben die ein unendlich hohes Leben. Zweiten Mal haben die einen unendlich hohen Angriff. Na, kleiner Mann. Komm hierher. Der Engel der Genesung. So, stark ist der nicht. Er hält auch nicht viel aus. Er soll aber ziemlich oft ausweichen. Das ist nämlich das Problem. Und das ist nämlich das, was im Monster-Team nämlich echt, echt hilfreich werden kann. Wenn er nämlich heilt. So. Analysiert die Lage. Wie war das mit der? Weicht ziemlich viel aus. Jetzt mal gut. Will aber auch nicht sterben, wa? Er will aber auch nicht sterben, der Schlingel. Bitte um Erlaubnis, sterben zu dürfen. Wie einfach die ganze Zeit nur ausweicht und er wieder Vollheilung macht. Vielleicht müsste gleich mal. Habe ich einen Edge-Zauber oder sowas? Das war eklig. Naja, das ist schon mal gut. Damit haben wir schon mal seine Abwehr verringert. Das ist schon mal sehr, sehr viel wert. Hat doch ganz schön viel Leben, ne? Hätte ich nicht gedacht. Sehr
schön, nochmal 150 Schaden. Boah. Er hat auch noch sehr viel MP dafür. Dass er kann das auch wirklich die ganze Zeit durchziehen. Das ist halt auch noch das Gute an denen im Monster-Team zu haben. Dass er halt das die ganze Zeit durchziehen kann. Aber wir tun ihm langsam immer mehr weh. Allein schon durch Helmspalter und sowas, dass wir seine Verteidigung verringern. Jetzt haben wir ihn endlich. Meine Gitte. So, sehr schön. Hinterlässt eine Truhe mit einer Silbermonstermünze. Aber selbst natürlich eine hohe Flinkheit. Abwehr ist eigentlich auch relativ hoch. Sein Angriff, naja. AP, 371 halt. Okay, wen können wir denn dafür? Wir entlassen eigentlich auch gleich... Ich kann eigentlich auch gleich Klingwolf weglassen, weil das ist sowieso der, den ich austausche. Wir haben jetzt... Wen haben wir denn drin? Der Talos? Doofkönig? Ja, eigentlich kann Klingwolf weg dafür. Tschüss, Klingwolf! Ich weiß nicht, ob das dann auch gleich schon im Team ausgetauscht ist. Der Engel der Genesung, auch Kurator genannt, schließt sich dem Team von Caste an. Das ist huge. So, und jetzt ziehen wir wirklich Richtung Norden. Ich hasse sowas. Ich hasse diese Berge. Ich hasse Berge. Eigentlich sind Berge voll cool, aber trotzdem hasse ich Berge. Ne, bald können wir auch Angelos stärksten Bogen haben, aber das dauert noch ein bisschen. Aber ich sag ja bald. Ach ja, das Zuschlagen ist so schön. Jetzt will ich aber auch wirklich langsam mal Richtung Norden gehen. Oh Mann, ey. Ah, das. Kotzt mich an. So. Lass mich mal eben. Lass uns mal eben klingeln, dann können wir da, dann sind wir viel schneller oben. Es gibt hier auch eigentlich nichts mehr Interessantes. Wir haben jetzt hier auch schon alle Gegenstände. Na gut, ganz oben ist noch ein Gegenstand, den wir uns holen können, aber das ist ja halt ganz oben. Um. Süß. Selbst auf Angelo keinen Schaden machen, heißt schon, dass wir hohe Verteidigung haben. Ich meine, die sind nicht sehr stark, aber trotzdem. Kommen wir jetzt auch gleich endlich in den eisigen Norden. Endlich Schnee sehen. Toll. Ich weiß, darauf kann's, darauf haben alle gewartet, Schnee zu sehen. Irgendwo hier ist noch ein berüchtigtes Monster. Das ist ein Pferd. Da, ein berüchtigtes Monster. Der blaue Batzen. Wir müssen alle mitnehmen. Es gibt immerhin EXP. Es gibt immerhin EXP. Hier EXP, hier Monstermünzen da. Eine Goldmünze. Toll. Eine Kupfermonstermünze. Nein, dich nimmt niemand mit. Also bitte, wer nimmt dich denn bitte schon mit? Furie, niemand nimmt dich, glaube ich, mit. Wobei, wenn du alle drei Schleimer hast. Nochmal da runter, da ist nämlich die Schatzkiste, habe ich schon gesehen. Wenn du alle drei Schleimer hast, dann können sie auch irgendetwas Besonderes. Ein Meucheldurch. Einfach nur zum Verticken. Und da geht's endlich weiter.
Nein, dann können sie, glaube ich, irgendwas. Aber frag mich nicht, was da. Stimmt nur Nerven. Steht ja hier im Buch, wenn du denn da so... Man kann ja, wenn man spezielle Teams zusammensteckt, so wenn wir alle drei Zyklopen haben, dann heißt das Team irgendwie besonders und dann haben sie, keine Ahnung, 10% mehr Angriff, machen eine Technik, die sie zusammenarbeiten lässt, also alle drei greifen gleichzeitig an. Sowas halt. Und das kann bei dem Schleim vielleicht auch gut sein. Oder halt so, wenn man alle drei Golems hat, dass sie sich zusammen fusionieren zu einem Riesengolem, sowas halt. So ein Gedimsel halt. Aber zum Riesengolem dauert das noch ein bisschen. So, ich blätter mal ganz kurz zu der Karte hin. So, das war total episch. Ein Brunnen. Ein eisiger Brunnen. Aber da muss es schon eigentlich echt kalt sein, wenn ein Brunnen während des Wassers... Wenn Wasser in Bewegung einfriert, muss es doch ziemlich kalt sein, oder? It's almost too cold to bear. But if we don't retrieve the scepter, Medea and I may never return to normal. We'll just have to grin and bear it. Let's keep pushing on. At least moving might help us to warm up a little. Wow, scheiße, kaltes Wetter. Also ein Schneesturm? Nee. Höchstens in einer alten Hütte sitzen und. Sieht sehr schneeig aus. Höchstens in einer alten Hütte sitzen. Und in so einer Holzhütte und dann mit am Lagerfeuer und so. Und das wäre schon cool. Alles andere ist einfach nur kalt. Draußen sein ist kalt. Ich weiß gar nicht, ob die stark sind hier. Was soll das denn? Nein. So. Sehr schön. Ja, 372 ist nicht wenig. Wie gesagt, wir müssen irgendwann dann, wenn ich dann wieder sage, so hey, wir müssen langsam wieder leveln, gehe ich glaube ich auch in die Drachenhöhle. Oder das nächste Mal leveln kommt dann, wenn wir schon zu der Metallschleiminsel können.